Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute geht es um 30 geheime Kammern in Gizeh bzw. in den Pyramiden und der Templerschatz in Gisors in Frankreich. Ich habe schon mal ein Video gemacht mit einer Verbindung dazu und habe nach meiner Meinung ein wichtiges Indiz gefunden, das diese Theorie vielleicht untermauern könnte, und darum wird heute das Video gehen. Ich will mich heute gar nicht so sehr mit den Gängen beschäftigen, obwohl es sehr, sehr faszinierend ist. Ich werde auf jeden Fall darüber ein separates Video machen. Und heute geht es mir eigentlich mehr um die Legende, was nämlich in diesen Pyramiden verborgen sein soll. Daraufhin ließ er, der König, in der westlichen Pyramide 30 Schatzkammern aus farbigem Granit anlegen. Vielleicht Rosengranit oder so, ja. Die wurden angefüllt mit reichen Schätzen, mit Geräten und Bildsäulen aus kostbaren Edelsteinen, mit Geräten aus vortrefflichem Eisen, wie Waffen, die nicht rosten. Mit Glas, das sich zusammenfalten lässt, ohne zu zerbrechen. Mit seltsamen Talismanen, mit den verschiedenen Arten der einfachen und der zusammengesetzten Heilmittel und mit tödlichen Giften. In der östlichen Pyramide ließ er die verschiedenen Himmelsgewölbe und die Planeten darstellen, sowie an Bildern anfertigen, was seine Vorfahren hatten schaffen lassen. Dazu kam Weihrauch, den man den Sternen opferte, und Bücher über diese. Auch findet man dort die Fixsterne und das, was sich in ihren Perioden von Zeit zu Zeit begibt und die im Hinblick auf sie eingeführten Epochen darstellt. Sowie die Ereignisse der Vergangenheit. Die Zeiten, zu denen man die zukünftigen Geschehnisse erwartet, und alle ägyptischen Herrscher bis ans Ende der Zeiten. Also natürlich ein bisschen in einer Blumensprache erzählt. Dennoch weist es darauf hin, was möglicherweise in diesen Pyramiden nämlich verborgen liegt. Außerdem ließ er dort Gefäße aufstellen, in denen sich Arzneitränke und ähnliches derart befand. In die farbige Pyramide endlich ließ er die Leichname der Wahrsager in die Särgen aus schwarzem Granit bringen. Neben jedem Wahrsager lag ein Buch, in dem seine wunderbaren Künste und Werke, sein Lebenslauf, was er zu seiner Zeit verrichtet hatte und was von Anfang bis zum Ende der Zeiten und war und sein wird. Auch gab es keine Wissenschaft, die er nicht niedergeschrieben und aufzeichnen ließ. Außerdem ließ er dorthin die Schätze der Gestirne, die diesem als Geschenke dargebracht worden waren, so wie die Schätze der Weissager schaffen, und diese bildeten eine gewaltige und unzählige Menge. Also, wenn man diesen Beschreibungen folgt, glaubt, dann enthalten diese drei Pyramiden einen unsagbaren großen Schatz oder haben ihn, sagen wir mal, gesichert und erhalten geblieben. In Gisors, das ist in Frankreich, das ist eine Templerpyramide, hier ein Bild von Google Earth, hat sich nämlich Folgendes zugetragen, und das hat mich dazu veranlasst, diesen Weg damals zurückzuverfolgen in dem Video. Und dafür müssen wir auch diesen Brunnen schaffen. Folgen, wie es nämlich unser guter Roger gemacht hat. Das jetzt hier aus Wikipedia, es kommen nachher noch andere Quellen für die Leute, die Wikipedia nicht mögen, aber dennoch finde ich, hier und da machen die einen guten Grundsatz, sage ich mal, einen guten Grundinformation. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erwähne ich die auch nicht. Der aus Gisors stammende Roger Lomoy, 17. April 1904, gestorben 1974, war seit 1929 auf Burg Gisors Kastellan und Gärtner und hatte von ihrer Geschichte gehört. Er begann mit eigenen nächtlichen Grabungsversuchen im Frühjahr 1941 und stieß Ende April 1944 nach angesammelten 50 Tonnen Schutt auf eine gemauerte Wand. Ich habe eine andere Information, dass er nämlich diesen Brunnenschacht runtergeklettert ist und den frei gemacht hat, weil er nämlich verstopft war sozusagen, und hat dann nämlich einen seitlichen Gang entdeckt.
Hinterher verbarg sich ein 30 Meter langer und 9 Meter breiter Saal mit Statuen von Christus und den Aposteln, in dem sich 19 Steinsarkophage und 30 Truhen mit wertvollen Gegenständen verbargen. Im März 1946 berichtete er dem Bürgermeister über seine Entdeckung. Dieser ließ wegen der Einsturzgefahr das Grabungsloch und durch deutsche Kriegsgefangene schließen und entließ seinen Gegner. Unbeirrt ersuchte Lohmeu die Genehmigung des Kulturministers, die ihm erteilt wurde. Doch die Zustimmung des Bürgereigentümers, dem örtlichen Bürgermeister, wurde verweigert. Der entlassene und verarmte Lohmeu ließ sich 1959 von Gérard de Sede, einem Redakteur bei der Nachrichtenagentur Agence France-Presse, auf dessen Landgut als Stallknecht anstellen. Also er ist damit natürlich nicht reich geworden, was er da entdeckt hat, hier mal aus dem Französischen. Trotzdem gab es für mich damals schon eine Verbindung und die hatte ich dann weiterverfolgt. Angeblich begann im Jahr 1944 der Kastellan der Burgerine namens Robert Lümer einen verschütteten Brunnen auf dem Burggelände auszugraben. Am Boden des Brunnens fand er überraschenderweise eine Abzweigung, die in einen engen Stollen mündete. Weitere Grabungen ließen ihn am Ende des Stollens schließlich auf eine Wand stoßen, die er durchbrach. Dahinter befand sich ein großer unterirdischer Raum, der sich als eine Kapelle etwa 30 Meter lang, 10 Meter breit und 5 Meter hoch entpuppte, also eigentlich ein riesiger Raum. Mitten im Raum befand sich ein Altar. Ich habe in irgendeiner Quelle ein Bild davon, also nicht ein Gebild, also eine Fotografie, sondern eine Erzählung davon bekommen, dass es sich da um einen Kopf gehandelt hat. Aber ich habe das leider nicht mehr gefunden, deswegen kann ich es jetzt leider nicht mehr mit hineinnehmen, aber lassen wir mal Altar gelten. Mitten im Raum befand sich ein Altar. In halber Höhe der Wände lehnten lebensgroße Statuen von Christus und den 12 Aposteln auf Steinkonsolen. Auf dem Boden und an den Wänden stehen 19 Steinsarkophage von 2 Meter Länge und 60 Zentimeter Breite. Im Raum befanden sich auch mindestens 30 Metalltruhen, ja, wie die 30 Kammern, die in drei Reihen aufgestellt waren. In jeder Reihe standen 10 Truhen. Lohmeu konnte die Truhen leider nicht öffnen, sodass der Inhalt nicht bekannt ist. Nachdem er seinen Fund dem Bürgermeister im nahen gelegenen Ort gemeldet hatte, erklärte dieser ihn für verrückt und ließ den Stollen nach einer Begutachtung durch die örtliche Feuerwehr wegen Einsturzgefahr ohne weitere Untersuchungen wieder zuschütten und alle Spuren beseitigen. Der Brunnen soll sich aber am Eingang zu einem der Türme befunden haben. Robert Lümer wurde entlassen und verließ unverrichteter Dinge die Stadt, konnte aber später mit Hilfe eines befreundeten Redakteurs weitere Nachforschungen anstellen. In Archiven wurden alte Pläne der Burg gefunden, die belegen, dass es dort ein zahlreiche unterirdische Räume und auch eine Kapelle gab. Im Februar 1964 übernahm die französische Armee das Areal der Burg, weil das Verteidigungsministerium den Auftrag erhalten hatte, dort Grabungen durchzuführen. Das Burgareal wurde zum Sperrgebiet erklärt. Nach einiger Zeit zog die Armee wieder ab, ohne dass etwas über irgendwelche Funde bekannt geworden wäre. Also ist ja klar, wenn die da irgendwas buddeln, wenn da das Militär involviert ist, naja, was würden die uns denn schon erzählen? Nämlich gar nichts. Ja, und mein Verdacht war damals nämlich so, er ist, denke ich mal, christlich erzogen und das, was er da nämlich als Christus und den 12 Aposteln zu erkennen glaubte, waren wohl in Wahrheit die Bildsäulen, die die Templer damals aus den Pyramiden herausgeholt haben. Dazu noch die 19 Sarkophage mit den weiteren Wahrsagern, ja. Aber in seinem Fall natürlich war es für ihn natürlich sehr christlich, weil sie natürlich auch sehr ähnlich aussehen. Und ich dachte mir damals dann, wo die Templer dann, wo die Verhaftung kam, deswegen ja auch der Unglückstag, Freitag der 13., ja, daher kommt das ja überhaupt. Es gibt aber noch einen, wie soll ich sagen, noch einen Vorgrund dafür, das hat mit dem 13. Monat zu tun, aber bleiben wir mal bei dem
13. Freitag, das ist halt der Tag, wo die Templer verhaftet worden sind, dass sie nämlich vorzeitig alles rausholen konnten oder rausgeholt haben, was sie durch den engen Brunnenschacht herausholen konnten. Das heißt, die ganzen Statuen und diese riesigen Metallkisten mussten sie natürlich da lassen. Aber ich dachte mir, sie haben vielleicht zumindest die Inhalte davon rausgeholt und durch den Brunnenschacht wieder nach oben gezogen und sind dann mit ja, vielleicht zwei, drei Booten abgehauen über Frankreich, bis sie nachher ja, in Kanada angekommen sind, in Oak Island und haben dort diesen Money Pit errichtet, weil auch ich denke, es waren die einzigsten, die hätten die Ressourcen gehabt, einmal damals überhaupt bis zu den Pyramiden runterzukommen. Dort diese Sachen zu finden und über den ganzen Weg natürlich bis nach Europa rauf wieder zurück zu transportieren, dort in der Burg zu schützen, zu behaupten. Ja, und dann, wo es ja, in den Fall ging, dass sie verraten worden sind, mussten sie die Sachen natürlich rausholen und sind dann vielleicht nämlich nach Kanada geflohen und haben es dort in dem Money Pit versteckt, weil ich bin der Meinung, es waren die einzigsten zu der Zeit, die Ressourcen, die Ahnung, also die Fertigkeiten hatten, so ein Werk überhaupt zu vollziehen. Ja, und darum ging es halt bei dem Rätsel in Oak Island, dass ich da halt diesen Weg nach meiner Meinung auf jeden Fall in diese Richtung verfolgt hatte. Das hier ist ein Bild ebenfalls aus der Gizeh-Burg. Ja, man kann es ja fast als Graffiti bezeichnen, dass die Templer dort hinterlassen haben. Aber ich habe das gefunden. Und das hat mich eigentlich, ja, da habe ich sogar mal eine Gänsehaut bekommen. Jetzt denkt man natürlich, ja, wieso kriegt er eine Gänsehaut wegen diesen Bildern da? Von, ja, vielleicht von Aposteln etc. Weil ich nämlich glaube, dass es sich dabei nämlich gar nicht um Apostelbilder handelt. Wenn wir uns das hier in der Vergrößerung anschauen, dachte ich mir, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und dazu ist mir das hier eingefallen, nämlich in dem Video mit den schlafenden Riesen. Und die ebenfalls in, ja, auf jeden Fall dunklen Granitsägen gefunden worden sind. Und das hat mich sehr daran erinnert. Und vielleicht ist dieses Bild in Gizeh, was man da sieht, nämlich ein Hinweis darauf, was da nämlich tatsächlich gelagert worden ist, nämlich die Wahrsager aus den Pyramiden heraus. Auch die Sachen, die bei denen gefunden worden sind, sind ja auch so ägyptisch und nicht ägyptisch, ich sag mal auch syrisch und so, ja. Also es sind mehrere Kulturen vereint. Hier auch der Kasten daneben bei, wo vielleicht auch seine Weisheiten, seine Bücher niedergeschrieben worden sind. Und bei den schlafenden Riesen in Stasiskammern könnt ihr euch nochmal das ganze Video davon anschauen. Und ich dachte mir damals schon, dass das kein Fake ist. Ich habe aber diese Verbindung nicht gesehen. Dieser diese Person wurde halt nicht in Gizeh gefunden, sondern ich meine, es war Syrien. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das kann natürlich bedeuten, dass im Laufe der Zeit in Wirren, ja, der Zeit, dass vielleicht der ein oder andere Wahrsager, der in den Pyramiden verborgen war, diesen Weg gegangen ist. Und die Beschreibung nämlich, die finde ich so effizient, die dazu passt, ja. Außerdem ließ er dort Gefäße aufstellen, in denen sich die Arzneitränke und ähnliches der befand. In die farbige Pyramide endlich ließ er die Leichname der Wahrsager in Särgen auf schwarzem Granit bringen. Neben jedem Wahrsager lag ein Buch, in dem seine wunderbaren Künste und Werke, sein Lebenslauf, was er zu seiner Zeit verrichtet hat und was von Anfang an bis zum Ende der Zeiten war und sein wird. Und wenn man sich das Video anguckt, das könnt ihr da in meinem Video nochmal verfolgen. Für mich trifft diese Beschreibung ja mehr als genau zu. Und dann habe ich dieses Bild halt in Gizeh gesehen, was mich ja doch darin bestärkt hat, dass es vielleicht doch sehr möglich ist, dass nämlich dort dieser in Stein gehauene Bildnis nämlich einen Wahrsager noch aus den Pyramiden zeigt, die dort verborgen worden sind. Und diese Person halt, ja, vielleicht einen anderen Weg gegangen ist im Laufe der Zeit oder durch Kriege, wie auch immer. Aber dass vielleicht doch die meisten nämlich mit nach Gizeh genommen worden sind, samt ihren Schätzen und samt ihrem Wissen. Und dann, wo sie ja fliehen mussten, haben sie alles mitgenommen, was sie durch den engen Brunnenschacht mitnehmen konnten. Sie konnten natürlich nicht mehr die riesige Metallkiste mitnehmen, aber bestimmt den Inhalt. Und haben es dann in dem Money Pit
verborgen. Denn ihr müsst euch mal wirklich genau beschäftigen, wie der Money Pit aufgebaut ist, mit welchen Raffinessen und so weiter. Sie haben ja da bis heute nichts gefunden. Aber wie das ganze Ding aufgebaut worden ist, das war kein Pirat oder so, ja, das waren Ingenieure, waren da dran, schlaue Menschen, ja, die das ausgetüftelt haben mit einer Wehrmauer, um das Meerwasser abzuhalten. Dann haben sie Gänge gebuddelt, damit diese Grube immer wieder neu mit Wasser gefüllt wird, und haben dann den Damm wieder abgebaut, ja, durch mehrere Kanäle quer durch die Insel, ja, also ein architektonisches Meisterwerk. Und ja, das traute ich halt zu der Zeit nur diesen Templern zu. Und jetzt halt habe ich diesen Hinweis gefunden, auf jeden Fall für mich ein Hinweis, dass da vielleicht noch mehr an der Geschichte dran ist. Ja, wie ich es mir schon mal gedacht hatte. Wenn ich zu einem kleinen Fazit kommen darf: In den Pyramiden 30 Kammern, in Gizeh 30 Metalltruhen. Dann Schätze, wertvolle Edelsteine, Glas, das sich falten lässt, also vielleicht so etwas wie eine Plane, ja. Waffen, Talisman und so weiter. Und in Gizeh halt der Inhalt unbekannt, und ich denke, dort war der Inhalt schon längst herausgenommen. Dann die Bildsäulen in Gizeh, lebensgroße Statuen von Christus und Aposteln, wo ich denke, es waren die Bildnisse der Wahrsager und Könige, die damals in den Pyramiden waren, und er es halt als Christus und die Aposteln angesehen hat. Dann in Pyramiden Säge aus schwarzem Granit mit Wahrsager und Könige, und in Gizeh wurden ebenfalls wieder 19 Steinsarkophage gefunden. Mag sein, dass es kleine Möglichkeiten sind, die in Richtung gehen. Dennoch hat es mich sehr inspiriert, nochmal ein Video dazu zu machen. Wie immer freue ich mich auf eure Anmerkungen und Kommentare, weil es für mich wirklich ein größeres Rätsel, ein größeres Puzzleteil ist. Denn wenn es doch in die Richtung gehen sollte, dass diese Verbindung ja besteht, ja, dann bin ich mal einfach gespannt, was die da irgendwann mal in dem Money Pit rausholen, oder beziehungsweise wir wieder mal nichts davon hören würden. Aber ich habe eine Idee, nämlich wo dieser Schatz nämlich liegen kann. Und er wird nämlich nicht dort sein, wo sie nämlich gerade buddeln. Es wird nämlich an anderer Stelle sein, weil man einfach mal verfolgen muss, ja, wie die gedacht haben, wie die getickt haben und vor allem, wie sie es gefunden haben und wie sie es auch in Gizeh gemacht haben. Und ich denke, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann doch vielleicht, naja, etwas zu finden, oder zumindest geht es mal in eine andere Richtung. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare und Fragen, die, wenn ich beantworten kann, ich gerne mache. Und bis dahin bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut, tschüss.